Robert Stadelober. Hier mit seiner Band Gary. Stadelober ist im Herzen Musiker, verdient sich aber die Margarine aufs Brot mit Schauspielerei. Als ganz junger Bursche gab er den aufsässigen, rotzigen Punk mit hohem Niedlichkeitsfaktor. Davon gab es in Deutschland damals nicht so viele. Hier ist er im Polizeiruf 110. Hast du etwas beobachtet? Hast du jemand gesehen? Sie glauben, es war ein anderer? Oder hier, Sonnenallee. Diese Phase ist vorbei. Stadelober spielt erwachsene Männer. Hier in Volker Schlöndorffs Film Diplomatie. Der Ort Paris 1944. Sind Sie den ganzen Weg von Berlin gekommen? Woher hatten Sie den Treibstoff? Das kann Ihnen doch egal sein. Wir haben es beschlagnahmt. Von den kämpfenden Truppen. Unterleutnant. Dankeschön. Meine Herren, ganz Paris ist vermint. In ein paar Minuten wird hier alles explodieren. Alle Brücken, Notre Dame, Invalide, der Eiffelturm. Bitte begrüßen Sie den hoffentlich immer noch aufsässigen Robert Stadelober. Heute habe ich ein Interview gelesen mit einem Kollegen von Ihnen, Wayne Carpendale, der hat gesagt, also wenn man schon in eine Schublade gesteckt wird, dann möchte ich sie schon selber auspolstern. Nervt diese Schublade, immer aufsässig sein zu müssen, der Rebell, oder sagen Sie, das halte ich auch noch den Rest meiner Schauspielerkarriere durch? Es ist ja eben nie so gewesen, dass ich das quasi mir selber ausgesucht hätte, sondern ich habe mich so verhalten, wie ich mich auch im, sagen wir mal, Adoleszentenalter generell sowieso verhalten habe. Und wenn man das vor der Kamera macht, dann, oder in Fernsehsendungen oder in Interviews, dann wird man halt gerne in diese eine Schublade reingetan, die einzige ist, die für so Leute reserviert ist, die ab und zu mal andere Sachen sagen als das, was man andauernd zu hören bekommt. Und in der Schublade werde ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende bleiben, weil ich zumindest versuchen möchte, mir eine relativ eigene Meinung zu behalten, zu gewissen. Mhm. Also dementsprechend ist es so, dass es halt diese Schublade gibt, die aber nicht so ist, dass es mich groß nervt, weil ich sie auch wahrscheinlich weder zu noch aufmachen kann. Sie ist einfach da und jeder kommt in seine Schublade. Wahrscheinlich gibt es für jeden hier am Tisch eben eine bestimmte Schublade, wo man halt drin sitzt. Keine Ahnung. Der Harald Schmidt sagt zum Beispiel, es ist völlig sinnlos, da rauszuwollen, weil man kommt da eh nicht raus. Ja, besser sich irgendwo einzurichten dann. Ja, was heißt einzurichten? Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mir da irgendwie neue Tapeten gekauft habe in meiner Schublade und gesagt habe, ich bleibe für immer da drin. Also wenn die mich in eine andere Schublade stecken, werde ich mich wahrscheinlich wohl oder übel damit auch abfinden müssen. Also wie gesagt, weder tue ich was dafür, drin zu bleiben, noch tue ich was dagegen, weil man da eh nichts macht. Als wir das letzte Mal bei 3 nach 9 waren, gab es auch gleich einen kleinen Eklat, aber das rühren wir jetzt nicht mehr an. Ja, eben. Ja. Gibt es denn auch Sätze, die man bereut im Nachhinein, wo man sagt, es hätte nicht sein müssen? Das ist immer noch keiner, den ich bereue. Okay. etwas, was hoffentlich bleiben wird, weil das würde mich sehr trösten, aber vielleicht sagen Sie auch, da wächst man definitiv raus, ist, dass Sie wirklich schwer an Hypochondrie leiden. Ja, was heißt rauswachsen? Sagen wir mal so, die Nächte, in denen ich überlebt habe, sind mittlerweile mehr geworden. Dementsprechend ist die Angst vor der Nacht nicht mehr so groß, wie sie noch mit 18 war. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was sich geändert hat. Sie hatten wirklich ernsthaft Angst, nicht mehr aufzuwachen? Das hatte ich seit meiner frühesten Kindheit, hatte ich eigentlich jede Nacht die Angst, nicht mehr aufzuwachen. Also ich habe meine Schwester dazu gezwungen, nachts wach zu bleiben und zu überprüfen, ob ich noch atme. Keine Ahnung, was sie getan hätte, wenn sie gemerkt hätte, dass ich nicht mehr atme. Aber ich habe sogar gehört, Sie haben sich ab und zu den Wecker gestellt, um zu überprüfen, dass Sie noch leben. Ja, das habe ich lang gemacht. Das habe ich bis in meine mittleren 20er gemacht. Immer so alle 3 Stunden und dann, okay, ich lebe noch, kann ich noch mal 2 Stunden weiter schlafen, mal sehen, ob es dann noch klappt. Immerhin sind Sie da raus, aber in kleinen Dosierungen oder kleineren, lebt das fort? Also wenn Sie zum Beispiel irgendwas im Fernsehen sehen von einer Krankheit oder im Netz lesen. Schalten Sie um oder haben Sie gleich alle Symptome? Ja, deswegen schalte ich vorher um. Also sobald ich merke, da geht es gleich irgendwie um Operationen am offenen Herzen oder irgendwas, wird sofort umgeschaltet. Und nach Krankheiten googeln habe ich mir auch abgewöhnt. Meine Freundin allerdings macht das gerne und erklärt mir mittlerweile, was ich haben könnte, was ziemlich fatal ist, weil dann der ganze Quatsch wieder von vorne losgeht.
Aber ja, ich glaube, bei mir hat es viel auch zu tun gehabt mit einer gewissen Unsicherheit, die man halt hat in einer gewissen Phase seines Lebens und die dann kompensiert wird irgendwie. Und das war bei mir halt eben ein etwas starkes Konzentrieren auf gewisse Symptome des Körpers. So, also man hört so weit in sich selber rein, dass man irgendwann Dinge hört, die vollkommen normal sind, aber sie halt so verstärkt hört, dass sie einem wie Heavy Metal in den Ohren ballern. Und das ist eigentlich nur der eigene Puls. Und man denkt sich, um Gottes Willen, so laut kann doch gar kein Herz schlagen, demnächst muss es explodieren. Also man merkt auch an Ihren Erzählungen, Hypochondrie ist eine Krankheit, an der man tatsächlich wirklich auch sehr leiden kann. Es ist nicht nur lustig, im Gegenteil. Nee, das war absolut nicht witzig. Aber allgemein muss man sagen, die Mehrheit der Hypochonder, die ist wirklich ein bisschen, das sind wirklich eingebildete Kranke, was dazu führt, dass Deutschland die höchsten Quote hat an Arztbesuchen auf der ganzen Welt. Oh, okay, also das ist zum Beispiel was ich und Medikamentenkonsum. Ich bin ganz selten zum Arzt gegangen. Weil Sie wahrscheinlich selber wissen, wie Sie sich am besten behandeln. Na eben, weil ich mir immer denke, der Arzt sagt mir sowieso nicht die Wahrheit, weil wenn er mir die Wahrheit sagen würde, würde ich weinen vor ihm zusammenbrechen. Darum belügt er mich lieber und sagt, nee, Sie haben gar nichts. Und reisen Sie auch mit so einem kleinen Medikamentenkoffer? Nee, ach ja, habe ich alles mal gemacht. Nee, mittlerweile habe ich Aspirin dabei und das reicht. Das ist, es hat sich wirklich sehr gebessert. Wir haben vorhin einen Ausschnitt gesehen aus dem Film, den Sie mit Schlöndorff, also einer ganz großen Regisseur, Volker Schlöndorff, Oscar-Preisträger, Blechtrommel, die verlorene Ehre der Katharina Blum und so weiter. War das so einer von denen, Sie, Herr Heinze, gesagt hätten, mit dem hätte ich oder wollte ich immer schon mal zusammenarbeiten? Ja, sagen wir so, ich fand den immer schon einfach eine wahnsinnig spannende Figur generell so als auch öffentliche Person, als jemand, der sich irgendwie positioniert hat in verschiedensten Zusammenhängen und der eben für mich irgendwie auch schon als junger Mensch irgendwie Dinge getan hat, die irgendwie relevanter waren als einfach nur Filme. So. Ich hatte immer das Gefühl, dass wenn der Herr Schlöndorff was macht, dann ist das irgendwas. Kann einem so ein Altmeister einem wirklich auch was beibringen, was man bis dahin nicht erahnt hat? Ich glaube, Gelassenheit. Ne? Also das ist, glaube ich, das, was ich am meisten von ihm gelernt habe. Also wir haben uns lustigerweise kennengelernt vor 12 Jahren in Toronto auf dem Filmfestival beim Frühstück, lustigerweise nach der Vorführung des Untergangs. Hat Herr Schlöndorff nicht gemacht, den hat Herr Hirschspiegel gemacht. Da haben wir uns am nächsten Morgen beim Frühstück getroffen und uns über den Film unterhalten. Ich werde jetzt nicht sagen, was wir davon gehalten haben, aber wir hatten eine relativ rege Diskussion. Also er fand ihn wahrscheinlich nicht so gut. Das muss er selber sagen. Ich fand ihn nicht so gut und Herr Schlöndorff hatte seine eigene Meinung und wir haben lange darüber geredet. So. Und dann hat er komischerweise dann irgendwann 10 Jahre später mich wieder für den Film haben wollen. Es hat nicht geklappt. Und jetzt hat es dann endgültig geklappt, eben bei diesem Film. Und was ich mit Gelassenheit meinte, das war was mich so fasziniert hat, war, ich bin dann zur Kostümprobe nach Babelsberg gefahren, um diese Uniform anzuprobieren mit meinem Fahrrad. Und Herr Schlöndorff, Volker, wie ich ihn nennen darf, kam dann irgendwann da reingerauscht und meinte so, ja, sieht super aus, toll, jetzt kommst du mit zu mir nach Hause, wir essen was, meine Frau hat Fisch gemacht. Und dann meinte ich so, ja, ich habe mein Fahrrad dabei. Und dann meinte er, ja, das ist nicht so schlimm, ich habe eh ein Cabrio, schmeißen wir hinten rein. Da muss man sich vorstellen, dieser Mann ist ja nun doch auch schon über 70, nimmt mein Fahrrad, schmeißt das hinten in sein ziemlich teures Auto rein, in dieses Cabrio. Ich setze mich vorne rein und wir heizen wirklich zu ihm nach Hause und haben tatsächlich dann bei ihm auf der Terrasse Fisch gegessen. Und das hat mich so beeindruckt, dass es für mich klar war, dass dieser Dreh, abgesehen davon, dass er in Paris stattgefunden hat, großartig werden. Also, weil Sie den Untergang gerade schon erwähnt haben, dieser Film wurde ja auch deswegen kritisiert, wurde auch sehr gelobt, aber auch kritisiert, weil Leute gesagt haben, wenn du Hitler zum Helden eines Filmes machst, dann kann man gar nicht umhin, als sich irgendwie mit dem auch zu identifizieren, ein Stück weit. Gab es für Sie irgendeine Hemmschwelle zu sagen, ich spiele da einen Nazi? Ja, ich glaube, die Hemmschwelle gibt es bei vielen Rollen, ja, da gibt es ja durchaus andere Extremfälle auch. Also möchte man einen Mörder spielen oder nicht, möchte man einen Vergewaltiger spielen. Klar ist ein Nazi noch mal eine Stufe höher, moralisch angesiedelt, für mich auch vor allem, weil ich mich damit ziemlich viel auseinandersetze und auseinandergesetzt habe. Bei dem Film war es so, dass ich eben mit Volker vorher darüber geredet habe, was er davor hat und mir ziemlich schnell klar war, dass er, ich will es nicht sagen, das Gegenteil von vielen der Filme, die in den letzten Jahren gemacht wurden, vorhatte, aber zumindest glaube ich, einen anderen Zugriff hat. Also eben nicht so eine trivialisierte Psychologisierung von irgendwas, was dann dazu führt, dass es dann so entweder eine seltsame, fratzenmäßige Karikatur wird, wo man sagen kann, ja, natürlich, das war schon immer ein Böser, klar, die Nazis sind alle böse, aber eben auch nicht zu diesem, ja, er konnte nichts dafür, er ist nun mal einfach ein Kind seiner Zeit gewesen, sondern wirklich differenziert psychologisch in den Charakter einer Figur einzutauchen. Und das, was eben der Nils Arestrup da spielt,
Das, finde ich, macht für mich den Menschen verständlich, aber eben nicht sympathisch. Das ist der General, der deutsche Herrscher über Paris. Und was für mich der auch am Ende es nicht zulässt, dass Paris in die Luft gesprengt wird. Der im Prinzip überzeugt wird oder eigentlich übers Ohr gehauen wird von dem norwegischen Diplomaten. So genau, heißt auch der Film. Genau, der ihn wirklich übers Ohr haut und eigentlich ihm sagt, dass seine Familie gerettet zu. Ich darf das Ende nicht verraten. Okay, also Til Schweiger, ein berühmter Kollege von Ihnen beiden, hat mal gesagt, Entschuldige, ich habe Til Schweiger. Til Schweiger, ja. Ein berühmter Kollege von Ihnen beiden. Sie erinnern sich, ja? Ja, ja. Der hat mal gesagt, in einem Interview, er lässt sich keine Nazi-Rollen andrehen, jedenfalls keine aus Amerika. Können Sie das nachvollziehen? Ach, was heißt, ich finde, das muss man vom Projekt abhängig machen. Es gibt sicher auch amerikanische Regisseure, wo ich sagen würde, da spiele ich auch einen Nazi. Also es hat wirklich was einfach mit dem Film zu tun. Das ist ziemlich pauschalisierte Ablehnung. Also klar, den Quoten-Nazi in einem amerikanischen C-Movie zu spielen, der immer nur durch die Gegend rennt und Achtung, Achtung schreit, das würde ich vielleicht auch nicht machen wollen. Aber also, Gott sei Dank hat Christoph Waltz das anders gesehen bei Inglourious Basterds, denn sonst hätte er heute keinen Oscar. Ja, das stimmt. Und kennen Sie das auch, dass von amerikanischer Seite Nazi-Rollen an Sie herangetragen werden? Nein. Nein, sind Sie beleidigt darüber? Nein, ganz ehrlich, für die Amerikaner bin ich dann nicht deutsch genug. Und für die Deutschen wäre ich für eine amerikanische Rolle nicht amerikanisch genug. Ich hänge da irgendwo dazwischen. Okay. Aber das ist auch gut so. Weil es sind jetzt nicht unbedingt Rollen, die ich brauche. Sie haben, auch Sie haben mal in einem Interview gesagt, wenn Sie so national stolz spüren, da wird Ihnen leicht schlecht. Ja. Ist das auch immer noch so? Ja, ich bin kein großer Freund von Nationalstolz. Also gerade in dem Land, in dem wir leben, finde ich, weiß man ja, was da passieren kann. Also es gibt für mich zwei verschiedene Sachen. Wenn man als Kind eine Fußballmannschaft toll findet, auch wenn es dann vielleicht das Land ist bei einer Fußball-WM, das kann ich nachvollziehen. Aber dieses sich irgendwie auf eine Nation berufen zu wollen, die mit relativ von der Geschichte willkürlich gezogenen Grenzen definiert ist, finde ich gerade in der Geschichte Deutschlands immer so ein bisschen schwierig, weil ich immer das Gefühl hatte, auch als Jugendlicher vor allem, in einem Land, was eben diese Geschichte hat, gibt es diese einzigartige Chance, sich eben von dem zu verabschieden und den einen Schritt weiterzugehen und zu sagen, wir leben in Europa, wir leben in einer Welt, wir brauchen keine Grenzen, wir brauchen keine Nationen, das ist ziemlich wurscht. Gut, aber wenn man jetzt, herkommt. Also das liegt jetzt ein paar Monate zurück, aber wenn man die Begeisterung gesehen hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft hier im Lande, ja, da war ja schon so ein bisschen nationales Gefühl, was aber nach meiner Wahrnehmung Nationalgefühl doch recht positiv war. Oder ist Ihnen das auch schon unangenehm? Ich bin da, glaube ich, nicht mehr so radikal, wie es früher war. Es gibt unangenehme Ausfälle, definitiv. Also es gibt, da kann man auf YouTube sich Videos angucken, wo auf der Kölner Ringstraße Leute mit der Reichskriegsflagge rumfahren und Ausländer rausschreien nach dem Brasiliensieg. Das sind dann Sachen, kann man sagen, hat wahrscheinlich mit der Fußball-WM nur mittelbar zu tun. Aber natürlich werden dann eben diese, sagen wir mal, Verwerfungen präsenter zu so einer Zeit. Und dann wird mir dabei halt immer ein bisschen unwohl. Das kann aber auch mit meiner persönlichen sensiblen Einstellung dem Thema gegenüber zu tun haben. Also auch wenn Leute Fahnen schwenken und sich einfach nur freuen, dass die Nationalmannschaft gewonnen hat. Ja, im Hintergrund der spezifischen Geschichte Deutschlands, ja, muss ich das bejahen. Und die ist da immer präsent? Für mich ist das präsent, aber das beschränke ich nicht nur auf Deutschland, das geht mir mit Österreich genauso. Das sind einfach für mich Länder, wo ich das Gefühl habe, das muss nicht mehr sein. Ich finde das bei anderen Ländern auch nicht wichtig, dass man sich eben auf die Nationen konzentriert. Da hat aber fast gar kein Land irgendwie eine Geschichte, vor der das möglich wäre. Also da gibt es ja nun wirklich Unterschied, dass man da in die Geschichte reinguckt, dass man sagt, natürlich, aber es ist halt ein paar Jahrzehnte länger her. Kein Amerikaner an der Flagge schwenken. Also das. Ich finde, dass diese deutsche Mannschaft, die jetzt da gespielt hat, hat nichts mit der deutschen Mannschaft zu tun. Ich habe auch nicht gesagt, dass die Mannschaft mit das zu tun hat. Es sind doch einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, ob man eine Fußballmannschaft gut findet oder es gibt dann einfach so eine Form von Duktus, der dann irgendwie gerne mal wieder rauskommt. Wenn ich mich an die EM in Polen erinnere und ich dann irgendwie in einem Stadion in Warschau deutsche Fans Sieg, Sieg, Sieg rufen höre, wird mir einfach schwindelig. Tut mir leid. Das ist eine Sache, die ich irgendwie nicht auseinanderhalten kann. Mag sein, dass ich da irgendwie vielleicht ein bisschen altmodisch bin, aber ich glaube, dass Nationen von mir aus, was eine Fußball-WM betrifft, okay ist. Da kann man sich darüber
freuen. Ansonsten finde ich, dass man darüber hinweg sein dürfte im 21. Jahrhundert. Also ich bin dafür, dass es keine Grenzen mehr gibt und werde da wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende dran glauben. Aber gerade, wenn man sich eine schöne Idee, aber in der praktischen Umsetzung wird es, glaube ich, schwierig. Ich glaube, vor allen Dingen könnte es doch so sein, dass es Ländern nicht anders geht als Menschen. Man muss sich selber irgendwie ganz okay finden, damit man auch angenehm auftritt. Ja, man kann doch, es geht doch nicht darum, nein, es geht doch auch um die Kultur, aus der man kommt, toll finden. Es ist doch ein sportlicher Wettkampf. Ja, natürlich. Also, wenn du dir jetzt so ein Spiel anguckst, da musst du doch für irgendeine Seite sein. Also ich muss ja, wenn ich mir Holland gegen Costa Rica angucke, dann entscheide ich mich auch vorher, für wen ich eigentlich bin, denn sonst macht es mir keinen Spaß. Das ist ja langweilig. Deutschland und Ghana hat 2-2 gespielt. Zum Beispiel. Waren Sie froh? Waren Sie froh? Gegen die Mannschaft. Natürlich bin ich dann auch für eine Mannschaft. Und ich bin auch für die österreichische Nationalmannschaft, wenn sie Fußball spielt. Und ich bin auch für die Deutsche, wenn sie schön spielt. Darum geht es doch gar nicht. Mir geht es doch eher um diesen komischen... Diese Auswucherungen, die eben passieren, wenn Leute dann in diesem Siegesrausch durch die Gegend rennen. Und der ist für mich einfach im Hintergrund der Geschichte ein anderer, wenn er in Deutschland stattfindet, als wenn er in Holland stattfindet. Ich glaube, du hast einfach Angst, dass dieser so ein Titel instrumentalisiert wird von den Falschen. Wird er ja leider, das sieht man ja leider teilweise an schlimmen Beispielen und da habe ich keine Angst, der Titel, darum geht es doch gar nicht, mir geht es eher darum, muss man wirklich, ich bin vor 2 Tagen, 3 Tagen in Stuttgart gewesen, hatten Leute immer noch irgendwie oben auf so einer Dachterrasse ihre Fahnen und eine Fahne davon war die Reichskriegsflagge. Ich weiß nicht, ob das, natürlich hängt das nicht unmittelbar zusammen, aber es hängt schon zusammen so und darum denke ich mir immer, es wäre schöner, wenn man sich eben von Nationalstaaten verabschieden könnte. Aber das Robert Stadelober, vielen herzlichen Dank. Danke auch.